Das Wort für die SVP-Fraktion hat Herr Grüter, nächste Sprecherin Frau Gysi. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich spreche zuerst zu den Personalausgaben. Die SVP unterstützt hier die Minderheit 2, Thomas Eschi, welche das Einfrieren der Personalausgaben auf dem Niveau des Voranschlags 2016 will. Dies ist eine Differenz von 163 Millionen Franken gegenüber dem Voranschlag des Bundesrates bzw. 113 Millionen gegenüber der Mehrheit der Finanzkommission. Weiter verlangt die Minderheit 2 die Reduktion des integrierten Aufgaben- und Finanzplans 2018 bis 2020 auf den Wert des Voranschlages 2016, also eine Plafonierung. Diese Plafonierung ist aus unserer Sicht machbar, weil das Parlament auch die Motion des Ständerates, Bestand des Bundespersonals auf dem Stand von 2015 einzufrieren, angenommen hat. Die Minderheit 1, Philipp Haddon, würde einen weiteren Anstieg der Personalkosten um 110 Millionen Franken pro Jahr verursachen gegenüber dem Vorjahr. Aus diesem Grund lehnt die SVP den Minderheitsantrag Haddon gemäß Bundesrat ab, als auch den Mehrheitsbeschluss der Finanzkommission. Wir hören hier jedes Jahr das Gleiche. Es geht nicht. Wir haben 6 Monate Kündigungsfrist. Wir werden es wahrscheinlich auch nächstes Jahr hören. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier den Stein ins Rollen bringen, diesen Prozess jetzt anstoßen und für eine Entschlackung sorgen. Und ich kann hier dem Votum von Kollege Thomas Weibel zustimmen, der klar sagt, es braucht eben auch strukturelle Grundsatzfragen. Das ist richtig. Einfach nur kosmetische Korrekturen, wenn man in diese Bereiche vorstößt, das geht nicht. Also hier ist ein Prozess anzustoßen, der eben eine Entschlackung bringt. Dann zu den Beratungen und externen Dienstleistungen. Die Minderheit Bigler fordert den Auftrag an den Bundesrat zur Weiterführung der im Voranschlag 2017 beschlossenen Kürzung um 8% im Aufgaben- und Finanzplan. Wie auch in der Privatwirtschaft ist es üblich, dass man eben externe Mandate beschränkt, hinterfragt und versucht, das mit eigenem Personal zu bewerkstelligen. Schauen Sie, wofür die vom Bundesrat beantragten 753 Millionen ausgegeben werden. Gutachten, Expertisen, Studien, Untersuchungen und so weiter. Das BAFU möchte 25,4 Millionen für Politikvorbereitung. Das SBFI möchte ein sogenanntes Leading House Projekt machen. Ich weiß nicht, was genau gemeint ist damit. Beim BAG werden 9,7 Millionen Franken für Politikvorbereitung durch Externe eingestellt. Im Astra werden 10,4 Millionen für Mobility Pricing eingestellt. Im Generalsekretariat VBS werden 9,5 Millionen für Führungsunterstützung eingesetzt und alles wird durch externe Berater gemacht. Es gibt Studien, Untersuchungen, Forschungsarbeiten beim BAFU 18 Millionen, beim BFW 16,7 Millionen und für den Verkauf der Autobahnvignette werden sage und schreibe 50 Millionen Franken eingesetzt. Ich frage Sie wirklich an, gibt es denn niemand anders, der diese Vignetten für unter 50 Millionen Franken verkaufen kann? Ich frage auch, wurde das mal ausgeschrieben? Also für mich ist es ein riesiger Betrag. Also die Zahlen, ich könnte hier noch viele Zahlen bringen. Ich bin überzeugt, hier lässt sich eine Ersparnis von 8% erzielen. Zum Schluss noch zur IKT. Die SVP unterstützt hier die Mehrheit, die das Einfrieren der IKT-Ausgaben auf dem Voranschlag 2016 fordert. Ich möchte daran erinnern, und ich komme ja selber als Unternehmer aus diesem Geschäft, der Bund ist heute mit Abstand der größte IT-Auftraggeber, gibt über 1,1 Milliarden im Jahr aus für IT. Wir sprechen hier von 17 Millionen Reduktion, das ist also weniger als 1,7%. Es ist, Herr Gmür, kein Kahlschlag, von dem Sie sprechen, kein Kahlschlag. Ich kann Ihnen sagen, es gibt heute Weltkonzerne, die haben größere IT-Budgets, die haben in den letzten Jahren 20% Kostenreduktionen realisiert und gleichzeitig einen Leistungsausbau vorgenommen. Das ist möglich, es setzt aber Priorisierungen voraus und es setzt auch hier strukturelle Anpassungen voraus. Also hier bitten wir Sie, der Mehrheit. Es gibt eine Frage von Herrn Haddon.
Ja, geschätzter Kollege, Sie legten dar, dass strukturelle Anpassungen im Personalbereich möglicherweise notwendig seien. Auch wenn ich diese Ansicht nicht teile, möchte ich doch zurückfragen. Denken Sie nicht, dass das richtige Instrument, solche Diskussionen zu führen, wenn schon das Stabilisierungsprogramm wäre und nicht der Voranschlag, wo wir jetzt an der Diskussion sind, der bereits für das nächste Jahr geltend ist? Ja, es ist teilweise richtig, weil es gibt ja hier, sprechen wir ja über den Voranschlag, aber es ist ja auch die Aufgaben- und Finanzplanung für die Folgejahre und deshalb bin ich klar der Meinung, dass es hierhin auch gehört, weil eben für die Folgejahre ja auch Zahlen enthalten sind und dieser Prozess, den ins Rollen zu bringen, ist hier aus meiner Sicht sehr wohl der richtige Zeitpunkt. Das Wort für die SP-Fraktion hat Barbara.